Mit, tja, alte Gesichter. Was für alte Gesichter sind gemeint? Ich rede von alten Gesichtern, die man irgendwann mal kennengelernt hat, indem man so im Laufe der Spielgeschichte einfach Computer gespielt hat und sich irgendwann natürlich gewisse Leute eingeprägt hat, weil man diese Spiele gespielt hat. Mitunter dieser Kerl da. Wo ist er? Wo ist mein Finger? Der da. Kennt ihr den noch? Wisst ihr, wie er heißt? Der Mann mit dieser komischen Drei-Augenbrille, wo auch selbst die Rabbits später keinen Halt vorgemacht haben. Ja, das ist noch der altberühmte Sam Fisher. Begann mit Splinter Cell 1, endete, glaube ich, mit Splinter Cell 5, wenn ich mich nicht täusche. Das weiß ich nicht mehr so genau. War in sich ein Taktik-Shooter, wo man schleichen konnte, wo man am besten ganz still und leise durch die Level ging und die Gegner beiseite geschafft hat, was auch nicht wirklich einfach war. Das wurde leider im Laufe der Zeit, ja, wie soll man sagen, nicht besser. Ich fand es eher, ja, schlechter. Man hatte zwar immer noch die Wahl, aber man konnte dann so später wie auch in Hitman einfach sagen, gut, da mache ich das auf die laute Variante und renne halt einfach dadurch wie bei einem 3D-Shooter. Hat mir nicht so gut gefallen, aber dennoch Sam Fisher, ein alter Klassiker. Ihr habt sicherlich natürlich schon in meinem Titelbild gesehen, dass es auch alte, andere Klassiker gab, wie unschwer zu erkennen, ne? Neo von Matrix. In dem Fall ist es aber nicht Neo, das ist einmal, boah, wie heißt der wieder? Das sind die anderen Protagonisten, die an sich in dem Spiel mitgemacht haben. Und ich wollte euch da mal so ein bisschen einfach zeigen, was es da so für Erinnerungen gibt. Hier zum Beispiel Silent Hill. Ne, wie hieß die jetzt wieder? Ich muss selber gucken. Bereits für Oktober dieses Jahres ist die PC-Umsetzung des Horrorspiels Silent Hill 3 geplant. Der Titel soll sich auf dem PC positiv vom PlayStation 2 Original abheben. Neben hochauflösenden Texturen würde es eine jederzeit verfügbare Speicherfunktion geben zum Spiel selber. Diesmal steuert der Spieler ein Mädchen namens Heather durch die Albtraumwelt. Also, auch bestimmt einigen von euch irgendwo Erinnerung geblieben, dass Heather eine Frau von Silent Hill natürlich im Moment 3 war, aber sicherlich auch die alten Protagonisten, die da irgendwo mitgemacht haben und dafür sorgen, dass Spiele das machen, was sie am besten können, nämlich einen Menschen begeistern und mitreißen. Aber es gibt natürlich jede Menge zu entdecken. Nein, keine Donuts, die wollen wir gerade nicht. An sich wirklich so die typischen eingebrannten, sage ich mal, unter der älteren Generation von euch. Ne? Oder hier Ami. Was hatte Arnold Schwarzenegger damals mit der Spielgeschichte zu tun oder selbst heute? Ihr seht War of the Machines. Es ging an sich um ein auch Shooter natürlich, wo er natürlich wieder so ein bisschen auch mit da drin war. Ne? Hier steht es ja auf der Mist. Das ist leider dumm von der Belichtung. Auf der E3 gibt es nur Spieleentwickler, Journalisten, Pressesprecher und Blickfangmädels. Von wegen, dieses Jahr war auch Arnold Schwarzenegger zugegen, um die Werbetrommel für die kommenden Terminator 3-Spiele zu rühren. Also ihr seht, auch er war damals vertreten. Und klar, es hat irgendwo Geld gemacht, das, was an sich Spiele ja heute schon teilweise besser können als manche Filme. Nicht umsonst, ganz ruhig, nicht umsonst boomt immer noch die Spielebranche. Wo bin ich hier überhaupt? Warum steht da Juli 2007? Ich bin hier einmal, damit ihr das seht, in der PC Games verschwunden. Ausgabe 07 2003. Und deswegen kam ich da überhaupt zu. Ich habe ja noch ein paar andere. Hier seht ihr schon Half-Life 2. Ich spiele im Moment noch Half-Life 1. Und da kommt man dann einfach mal auch wieder so ein bisschen ins Schwelgen der alten Erinnerungen, zum Beispiel Matrix. Alter Klassiker. Ihr kennt die Spiele wahrscheinlich teilweise, Filme kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Aber die Spiele waren damals auch teils revolutionär. Man kannte ja damals schon Max Payne, wo einerseits diese Slow Motion mit drin war und Matrix wieder aufgriff. Und das sind so alles Sachen, die heute, sage ich mal, natürlich auch große Spielehersteller irgendwo weiterverwenden und natürlich versuchen, irgendwo
zu verbessern. So, was war denn 2003? Ich komme immer auf 2007. Habe ich nicht sogar 2007 in die Dingens geschrieben? Also, es ist die Ausgabe 7 2003. Ich glaube, ich habe 2007 auf das Titelbild gekritzelt. Verdammt normal. Ich weiß es aber gerade nicht genau. So, was war denn damals da so unter den besten 10 in der Spielebranche unterwegs? Es war einmal Dark Project. So. Eidos Iron Storm 1998. Wie die nachfolgenden Spiele-Geheimtipps gilt Dark Project unter Kennern als Sahnestück. Konnte aber unverdientermaßen nicht viele Käufer überzeugen. Vielleicht klappt es ja im demnächst anstehenden dritten Teil der Civ-Serie. Dann Systemshock. Oh ja. Kenne ich an sich den ersten, aber auch nur durch einen guten Freund, der das damals gespielt hat. Ich habe mal zugeguckt, selber hat es mich nicht interessiert, aber auch da natürlich heute wieder Sachen, die, sage ich mal, einerseits im Kommen sind. Ich versuche euch mal ein bisschen mehr ins das Geschehen einzugreifen, damit man da auch in Ruhe mitlesen kann. So. Systemshock 2, eines der coolsten Intros aller Zeiten. In der ewigen Atmosphären-Hitparade ganz weit oben, mehr Schockmomente als sämtliche Resident Evil-Teile zusammen. Und das sollte schon was heißen. Linux-Freund, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Und die Entwickler von Irritational Games gingen trotzdem pleite. Das Leben ist ungerecht. Aber dennoch, diese Spiele sind, sage ich mal, natürlich auch wieder im Kommen. Denn die Alten unter uns, die alten Hasen, kennen diese Spiele natürlich, wissen so teilweise die Vorzüge, die sie damals hatten und wollen natürlich auch da, wie soll man sagen, teils das einfach zurück. So finde ich das immer noch. Sage ich mal, klar, der damalige Meilenstein, Command Conquer, Age of Empires und so, einerseits super Sahnestücke auch da in der Strategiewelt waren. Kennst du den Link? Welchen Link? Nee, kenne ich gerade nicht. Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Und wie soll man sagen? Das ist zwar im Moment vielleicht teilweise noch da, aber es ist einfach nicht so die Echtzeitstrategiewelt, die es damals mal war. Den oben drüber. Jetzt verwirrst du mich gerade. Wo oben drüber? Okay, ich mach mal weiter. Klär mich bitte auf, was du gerade meinst. Welchen Link? Okay, wo sind wir stehen geblieben? Bei Outcast. Auf Platz 3. Spielerisch hat das Action-Adventure klare Schwächen. Dennoch ist es in vielen Bereichen bis heute unerreicht. Nur den mittlerweile aufgelösten Apple Studios ist es gelungen, eine fremde Welt am Computer dermaßen unglaubwürdig umzusetzen. Grim Fandango habe ich bis heute noch nicht gespielt. Ich habe es zwar irgendwo, aber ich habe immer Probleme mit der CD und der Installation. So, Grim Fandango, Electronic Arts 1998. Warum nur so wenige mit dem Helden Manny Calavera warm geworden sind? Die Story um die lebenden Toten war für die meisten einfach zu abgefahren. Dabei gehört Grim Fandango zu den besten Adventures von LucasArts. Wobei man sagen muss, Electronic Arts, hallo, hört man heute so gut wie gar nichts mehr von in Sachen Adventures. Auf der 5, Heavy Metal AKK 2. Bei den meisten Underdogs gibt es naheliegende Gründe für die schwachen Verkaufszahlen. Bei Heavy Metal FAKK2, ich will nicht, ihr wisst schon sagen, sind aber auch wir ratlos. Tolle Grafik, coole Gegner, geniales Leveldesign, alles, was ein Action-Adventure braucht. American MacG's Alice. Auch Electronic Arts 2000. So schräge Charaktere und Levels wie in American MacG's Alice hat wohl kein anderes Computerspiel zu bieten. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt eines der besten Action-Adventures, die für den PC zu haben sind. Incubation. Blue Byte 1997. Der Ableger der Battle Isle
Series übertrifft in Sachen Spielspaß sogar noch die Originale. In der damaligen Echtzeit-Hysterie hatte Inquisition als Mix aus Rollenspiel und Rundentaktik leider schlechte Karten. Die Budget-Version verkaufte sich besser. Auf Platz 8, und bald fällt die Kamera herunter, Planescape Torment, Virgin Interactive. Da gab es noch Virgin. Ah, schön. Für Lesefalle waren die abertausenden Dialogzeilen in Guido Henkels Rollenspiel ein Graus. Moment, wenn du mal für alte Hardware treiben brauchst, findest du. Ah, danke. Genau. Ihnen entging eine der geheimnisvollen Stories der Computerspiele-Geschichten in einer der bezaubernden, facettenreichen Fantasy-Welt. Mein Gott, manchmal richtige Zungenbrecher. MDK Mars. Wie war das? Mars Destruction, ah, ich weiß es nicht mehr. Egal, auch bei MDK weiß keiner so recht, warum es sich nicht verkauft hat. Gut einen Hund, einen verrückten Wissenschaftler und seinen Assistenten im Schnabelkampfanzug zu Helden zu erheben, war den meisten wohl zu abgehoben. Mein Gott. Toonstruck. Ihr seht, da war die Welt noch nicht voller Shooter, sondern auch, tja, mal etwas ganz anderem. Toonstruck, Virgin Interactive 1996. Hätte sich Christopher L. Lloyd zurück in die Zukunft wohl für die Rolle als Comic-Detektiv hingegeben, wenn er um die schlechten Verkaufszahlen gewusst hätte? Egal, wir sind dankbar dieses wunderbar witziges Adventures. Ja. Aber was gab's denn noch? Ego-Shooter von LucasArts. Star Wars Republic Commander. Damals in den Anfängen auch noch richtig gut. Und auch hier wurde natürlich, finde ich, meiner Meinung nach, immer mehr der Spielspaß nachher wieder klein geschrieben. Dann kommen wir mal so ein bisschen zu Hardware. Ich habe dafür einfach mal so durchgesäppt und finde diese Zeitschrift an sich schon sehr interessant. Ihr habt hier einmal noch die Charts von damals. GTA Vice City auf 1, Enter the Matrix auf 2, Gothic auf 3 und so weiter. Battlefield auf 5, da ist Splinter Cell 1 sogar auf 6. Ja, so war das. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Und da muss auch ich sagen, letzter Indiana Jones Film, finde ich, kann man sich angucken, aber mir fehlt zum Schluss einfach so ein bisschen das, warum ist denn jetzt schon Ende? So, gehen wir mal ein wenig zu Hardware über. Ihr seht hier einen damaligen Alienware, oder war es ein Alienware? Auf jeden Fall von Alien. Das waren an sich immer sehr, in unserer Sprache, krasse Rechner. Deswegen auch der Alien-Kopf da oben drauf. Moment. Da. Ihr seht, den hatten auch einige Notebooks. Die waren dann schon beleuchtet. Das war dann so das Nonplusultra. Immer hier so ein bisschen angelehnt an diesen Alien-Kopf hier. Ne? Dass das die großen Augen sind, die so nach hinten gehen. Grün beleuchtet. Da gab es auf jeden Fall ordentlich Power und Rechenleistung. Genauso wie bei den Notebooks. Hier noch ein paar andere, aber auch natürlich am Preis. Aber dementsprechend hat man damals natürlich für seiner Zeit dementsprechend auch die Hardware gehabt, die dann wirklich zu deren Zeit, ihr seht das ja hier an dem Ganzen, sage ich mal, dafür gesorgt hat, dass man wirklich noch 5 Jahre hatte. Ne? Das ist heute, sage ich mal, mit viel Geld auch noch zu erreichen, aber wirklich, ja okay, da ist es auch viel Geld gewesen. Aber ich finde, zur Relation von damals war nicht nur der große Umschwung von Grafikkarten oder Prozessoren, da fing das alles noch an. Und heute gehen ja selbst die Grafikkarten, sag ich mal, Entschuldigung, im Gegensatz natürlich zu den Prozessoren, weiter in die Höhe als die Prozessoren. Also ich bin der Meinung, Prozessoren sind, finde ich, im Gegensatz zu damals, heute in der Produktion langsamer als vor 20 Jahren. So, die meist erwarteten Spiele, was war denn da zu sehen? Oh ja, Stalker. Das weiß ich noch. Stalker, da habe ich auch damals einen Rechner fertig gemacht, genauso wie für Doom.
Es war an sich ein Riesenuniversum, das musste man sagen. Es war groß, es war sehr, sehr überzeugend von der Grafik, wenn man die Rechenleistung dafür hatte. Aber mich hat es dennoch nicht so sehr gefesselt, weil man konnte dann wieder dieses typische, ein Riesenarsenal, ihr konntet eine Hauptstory fahren oder auch die Nebenaktion machen. Und mir war es da schon zu offen. Aber naja, das waren die Anfänge. So, warum denn überhaupt verschoben? Ich lese mal vor. So, Ende 2003. Anfang nächsten Jahres, 2005, vier Entwickler, fünf verschiedene Termine für den beeindruckenden Echt-Endzeit-Shooter. Der frisch gebackene deutsche Vertrieb THQ bleibt gelassen. Ende 2004. Knights of the Old Republic, mein Gott, Republic. Packt den Wookie in die Party. Das allererste Star Wars-Rollenspiel gehört für uns zu den Rollenspieljuwelen der E3. Ja, ist es an sich auch geblieben. Enclave. In den USA längst erhältlich, war das wunderschöne Fantasy-Gekloppe aufgrund einer Publisher-Pleite lange Zeit heimatlos. Jetzt erbarmt sich Atari. Auch da sieht man schon, wie man verzweifelt immer versucht hat, so gewisse Spiele einfach am Leben zu erhalten oder auch überhaupt aufzugreifen. Da ist er noch. Half-Life 2. Überleg mal. Half-Life 2. Ich rede von dem Jahr 2003. Half-Life 2. Ich glaube, Ende, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das rauskam, Anfang, Ende 2003. Auf jeden Fall fing das ja damals so an. Oh, juhu, super Hype. Ne? Half-Life 1, okay, war so das erste in sich gut entwickelte Spiel, wo man gut reinkam in die Story, lang erzählt, gut gemacht. Half-Life 2 führte das Ganze natürlich weiter und alle warteten dann zum Schluss. Ich weiß nicht mehr genau, wie es endete, aber ihr seht ja auch in meinem Bild hier von diesem Livestream gerade, dass Alex dabei ist, dieses Mädchen, diese Frau. Und die wird ja ganz zum Schluss, das weiß ich noch, Achtung, Spoiler, die wird da, wie war das? Wird die entführt oder? Ja, genau. Ich kann mich grob erinnern. Ich meine, man wollte mit Alex weg. Der Roboter war auch da. Dieser Beschützerroboter. Der wurde aber, glaube ich, dann angegriffen, nachdem Alex sich versteckt hatte irgendwo. Dann wird Alex manchmal da rausgezogen, verschwindet mit irgend so einem Alien-Monster und dann bumm. Ende. Spiel vorbei. Und das ist so genau der Moment, wo ich jetzt 2024 eigentlich immer noch genau wie wahrscheinlich genug Leute von euch auf Half-Life 3 achten, warten, was nicht kommt. Habe ich mir das jetzt mal gespielt? Geiles Spiel. Genau. Und wir warten alle quasi auf Half-Life 3. Jetzt ist natürlich schon diese VR-Version von Alex rausgekommen. Die habe ich leider persönlich nicht gespielt. Ich habe sie selber nur teilweise gesehen, dass sie auch super umgesetzt wird. Und ich möchte eigentlich mal langsam hoffen, dass wirklich, gerade auch weil natürlich der neuen PS5 gegenüber mit der neuen Brille, die Hardware da irgendwo ein bisschen gar gegeben ist, dass sich da Half-Life nun endlich mal wieder aus dem Boden schüttelt und Alex, tja, zeigt, wo sie steckt. Denn das ist so, sag ich mal, das, wo ich jetzt immer noch drauf warte. Ne? Jahrelang, genau wie damals bei Duke Nukem Forever. Super Spiele, man wartet knapp 10 Jahre lang und denkt sich dann, irgendwo, naja, das Spiel ist raus, man hat viel erwartet und irgendwann gerät es in Vergessenheit und es macht irgendwo gar keinen Spaß mehr, weil man so wie ich zum Beispiel gerade Half-Life 1 spielt, man kommt wieder rein ins Spiel, danach Half-Life 2, dann ist man wieder auf dem Trip und dann kommt immer trotzdem erstmal noch nichts. Naja. Was haben wir denn weiter da? Star Trek war nie mein Fall. Elite Force 2. Fast hatte es mit dem Test geklappt. Ab 18 Abonnenten sei die Demo des schicken Star Trek Shooters auf DVD empfohlen. So, Rise of Nations. Spielerisch fast wie Civilization 3. Ausmaße optisch nur knapp über Age of Empires 2. Das PC Games Paket umfasst Demo und Tests. Absteiger. Kommandos. Oh, ein. Nee. Echtzeit. Nee, warte, Echtzeit. Kommandos. Ja, ich glaube. Boah, ich überlege gerade, warte, Echtzeit oder nicht?
Ich meine, es war Echtzeit oder vorgegebene Routen, die da liefen. Auf jeden Fall, ich kannte an sich Commandos 1 durch meinen Freund, habe tierisch gerne zugeguckt, weil ich mal gesehen habe, wie der das Ganze gemanagt hat. War nie mein Fall, ganz ehrlich, aber es hat tierisch Spaß gemacht zuzugucken. Commandos 3. Auf der E3 bekamen wir neue Schauplätze mit schier unglaublichem Detailgrad zu sehen. Und das Schöne war auch, ihr hattet immer so eine Draufsicht von oben, wie da zu sehen. Und die war echt sehr, sehr schön. Weniger Freiheiten, dafür mehr geskriptete Ereignisse bringen Spiel 5 Flair in Folge 3 der Taktikserie. Ganz ehrlich, könnte ich mir bei YouTube selber angucken, genau wie Commandos 2, habe ich aber beide nie wirklich gespielt, auch nicht bei meinem Freund weiter zugeguckt. Daher kann ich euch da nichts zu sagen. FIFA 2004. So, warum 2004? Weil es 2003 im Jahr war und natürlich immer. Entschuldigung, den Zeiten entsprechend quasi das rauskam. War es 2005, war es das 2006er. So, gut. Duke Nukem Forever, da steht sogar. Kann Duke Nukem Forever noch mit Half-Life 2, Doom 3 und Co. mithalten? Wenn jetzt dann, die E3 brachte leider keine neuen Erkenntnisse. Jetzt fragt mich nicht, wann das rauskommen sollte. Das weiß ich nämlich selber gar nicht mehr. Aber auch da gingen durch sämtliche Zeitschriften hier bei Duke Nukem Forever Monate, wochenlang und monatelang, jahrelang immer noch natürlich die Gerüchte durch das Internet. Aber die Gerüchteküche war heiß, dafür waren die Infos oder die Erneuerungen kalt. Nun gut, so, hier hat man einen Game Server ready. Ja, auch so können Server aussehen. So, wo bin ich denn dann? Jetzt neu, nur 30 Euro, 10 Pack, das ist ordentlich was drin. Und zwar, die waren damals auch oft vertreten, ab 6. Juni 2003, so ein typisches Play the Games Volume. So, 5. Ich muss selber gucken, ob ich das hinkriege, euch das zu zeigen. Boah, man kann es schwer erkennen, kriege ich sogar kaum hin. Auf jeden Fall, da gab es damals mehrere von. An sich eine schicke Sache, um natürlich irgendwo noch Geld rauszuholen, was schon vergangen war. So wie es heute an sich ja auch gemacht wird. Nur heute spielt ja meistens auch die Remastered-Situation mehr damit ein. Spiele, Stars und Sensationen. So, hier wieder mal. Ihr kennt die fliegenden Gesichter vielleicht oder einige von euch. Da ist es beworben. Doom 3. Auch Doom damals immer noch generell die Hardwarefresser, so wie heute auch noch. Ja, jedes erfolgreiche Spiel der letzten Jahre bekommt einen Nachfolger und fast alle Messe-Highlights sind auf irgendeine Weise Fortsetzungen. Nachdem Innovationen selten bis nie auf entsprechende Käuferinteressen stießen, ist man vorsichtiger geworden. Call of Duty Teil 1. Krieg und Matrix sind die Themen der Stunde. Die zahllosen Ego-Shooter zeigen klassische Action im modernen Gewand. Gleich mehrere Action-Adventures bedienen sich frech Matrix-Kamera, Fahrten und Zeitlupeneffekt. Ja, und das spielt selbst heute noch über 10 Jahre weiter eine große Rolle. Denn hätte man das irgendwo nicht mehr, würden die Spiele vielleicht einfach wieder langweilig oder sich auf das konzentrieren, was sie waren. Kriegsspiele. Denn an sich soll man das Ganze ja nicht verherrlichen, aber heute geht es ja eigentlich schon fast ohne. So. Da passen. Oh, ich muss. Moment. Viel zu nah dran. Keine. Verdammt, verschluckt. Entschuldigung. Keine Gewalt ist auch keine Lösung. So, worum geht es hier? Um das Spiel Republic The Revolution. Ich weiß nicht, ob es das Spiel war, wo man auch die Umgebung sehr gut kaputt machen konnte. Ich meine schon, aber an sich sehr, sehr schön. Hier ist es. Achtung, Monster. Achtung, Achtung. Für alle die das nicht mögen. Ja, das ist Doom 3. Ihr habt es richtig erkannt. Für alle die es erkannt haben.
So, was steht denn da wieder? So. Moment. Doom 3. Der Rummel um den Horrorshooter Doom 3 hätte auf der diesjährigen E3 stark nachgelassen. Verständlich, denn an Activision-Stand lief lediglich ein neuer Trailer auf zwei Minimotoren auf der CD-DVD. Mehr gab es von der Messen-Sensation 2002 nicht zu sehen. Gerüchten zufolge wurde in den ID-Büroräumen in Mesquite, Texas, eine Ausgangssperre für die E3 verhängt. Lediglich Todd Hollins Heat, den Geschäftsführer der Shooter-Schmiede, konnten wir in der Menschenmenge sichten. Fällt mal auf die. Mein Gott. Konnten wir in den Menschenmenge sichten. Der Rest der Mannschaft musste wohl Überstunden schieben. Ein möglicher Grund mehr, warum Doom 3 noch in diesem Jahr erscheint. Auch wenn Half-Life 2 neue Gameplay-Maßstäbe setzt, in puncto Atmosphäre, würde es für Valves neuen Shooter nicht einfach an Doom 3 vorbeizukommen. Ja, so kannte man wirklich Doom, das einfach irgendwo immer gewisse Maßstäbe gesetzt hat und auch heute teilweise noch setzt. Strategie, Codename Panzers. Das neue Strategiespiel der Swine-Entwickler setzt auf Panzer und Weltkrieg statt Karnickel und Schweine. Die Sims, eine der wenigen echten Premieren auf der E3, Maxis bringt Nachfolgerspiele zahlreicher Innovationen. Lords of Quest, EverQuest. Das größte Kompliment ist Nachahmungen. Lords of EverQuest kopiert Warcraft 3 in vielerlei Hinsicht. WoW, Total War. Und so weiter und so weiter. Unvergessen, Far Cry. Ne? In Levels auf Doom 3 Niveau, die Ego-Shooter-Hoffnung aus Deutschland überrascht ein weiteres Mal. Und das tut sie noch heute. Ich meine, Far Cry, wer kennt das erste? Okay, nicht alle kennen es vielleicht. Far Cry immer noch. Für mich ein Spiel aus bunten Palmen, Shooter, Wasser und einem super Karteneditor auf der Xbox. Auf der Xbox gespielt mit dem Editor oder PC? Ich glaube, es war PC. So, Halo Combat Evolved. Halo immer noch natürlich der Vorzeigeshooter von Xbox von Microsoft. Stalker 1. Abenteuer. Full Throttle 2, Knights of the Old Republic, Vampire 2, Bloodlines und FIFA Football 2004. Wo man heute schon meint, man ist im Spiel. Strategie auf 1, Spellforce, Wurm auf der 2, Kommandos auf der 3, Black and White auf 4, die Sims 2 auf 5, die Sims, Battlefield 6, Codename Panzers auf der 7, auf 8, Warcraft 3, 9, Paraworld, 10, Lords of EverQuest, Age of Mythology. Dann 12 War of the Ring, 13 Empires, Lords of the Realms auf 14 und 15 Railroad Tycoon. Und ich glaube, das war sogar schon die Zeit. Ich kann mich nicht mehr ganz an die ganzen Jahre daran erinnern. Ich habe jahrelang Command & Conquer gezockt. Aber ich kann auch nicht mehr sagen, wann überhaupt das letzte Command & Conquer rausgekommen ist. Sie waren alle gut, aber wie man hier sieht, irgendwann war es vorbei. So, Total War. Wow. Codename Panzers. Hier sieht man so ein bisschen von den ganzen Echtzeitstrategiespielen. Ne? Wo auch alle immer darum gekämpft haben, wer hat die bessere Grafik, wer hat die besseren Spezialwaffen. Muss man futuristisch sein oder nicht? Das waren alles so, ja, Sachen, die dazu kamen. Und hier. Auch mal interessant eigentlich, was es damals ja überhaupt für Software geht. Da habe ich sogar Filme auf CD und DVD. Das weiß ich, die habe ich irgendwo rumfliegen. Und das waren auch so die Anfänger, weil damals musste man sich gewisse Sachen einfach noch kaufen, um dementsprechend damit zu arbeiten. DivX Pro. DivX kennt man auch heute noch. Aber heute gibt es andere und die braucht man noch nicht mal mehr kaufen. Ein totaler heiße Ware Akt hier. Die Sims, 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 Sims. Damals, wer einen Diamant über dem Kopf hatte, der war ein Sim. Ja,
So war das. Da ist es. Enter the Matrix 1. Indiana Jones. Auch den gab es damals noch. Und der Moment. Und die Legende der Kaisergruft. Habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. Grand Theft Auto. Vice City. Klassischer Half-Life-Titel. Hier habt ihr das Titelbild, was ich quasi verwendet habe. Ihr seht Half-Life 2 auf 1. Civ. Deus Ex, Far Cry Jäger, Jedi Knight 3, Call of Duty 1, Halo, Star Wars, alles noch die Anfänge. Söldner, Stalker, Tomb Raider, Angel of Darkness, Secret Weapons, Chrome, Trinity, Hidden and Dangerous, Armed and Dangerous. Jede Menge Action, Action, Action. Und vor allem das Schöne war ja, man konnte es ja größtenteils nur durch so Zeitungen erfahren. Oder untereinander, weil jemand anders das gekauft hat. Da gab es, obwohl doch 2003, okay, da gab es schon Internet. Aber trotzdem waren ja immer so die Zeitungen so, ja, die haben schon die Vorabinfos, was ja einerseits irgendwann das Internet natürlich hatte, so wie heute. Und es sich daher auch viele schwer tun, einfach diese ganzen Zeitschriften überhaupt noch auf den Markt zu bringen. Ich stand letztens vor einer Retro Zeitschrift. Ich zeige euch mal eben, wie viele Seiten das hier sind. Also, das ist noch ein halber Katalog. Da sind sagen und schreiben, ne? Ich blätter mal, ihr seht, ich bin noch nicht am Ende. Ja, ungefähr. Da war noch alles drin, was man brauchte. Ich glaube 190, gehen noch ein paar weiter, aber ihr hattet 189 Seiten Material und die haben, falls vom Glauben ab, 5 € gekostet. Und die hier war schon, war die mit CD, muss ich sagen. Ja, genau. DVD jetzt mit 8,5 GB Riesen-DVD. Also das heißt, ihr habt eine Zeitschrift gehabt von 190 Seiten Papier, bedruckt in Farbe, mit Glanzoptik, leichter Prägung obendrauf, eine CD für 5 €. Die Retro-Variante, die hatte vielleicht, die war vielleicht, hier, was sind das? Ungefähr so. Lasst mal 30 oder 40 Seiten sein und sollte 15 € kosten. Das Dreifache. Und es war nur zum Lesen. Da setze ich mich da auch ehrlich nicht dahin und kaufe mir noch eine Zeitschrift, oder? Man kann also im Internet lesen. Klar, die Bilder sind schön, aber die kann ich mir natürlich auf HD auch im Fernsehen angucken. Ne? Also da brauche ich bloß einmal so machen, dann gucke ich kurz Fernsehen. Aber das ist es ja halt nicht mehr, ne? Quasi. Daher fehlt da so ein bisschen Pep. Hier ist es dann, Half-Life 2, die großen Artikel. Da ist sie, Alex. Spoiler, die vermisste Alex. Nein, wir befinden uns nicht in Half-Life 3, es ist Half-Life 2. Gesichter sprechen Bände. Alex grinst verschmitzt, während wir von dem Herrn mit der Weste argwöhnisch begutachtet werden, ob er was im Schilde führt. Genau, jetzt bezahlt sie für 20 lang Druckpapier 5 €. Ja, aber nur für die Papierseiten. Unbedruckt. Genau, das ist das Schlimme. Ne? Daher finde ich, wenn man das daneben legt, eine heutige Zeitung, die hat einfach nicht mehr diesen Inhalt und die Qualität, wie es damals war, weil damals wollte man was vermitteln, man wollte den Leuten zeigen, hier, hör mal. Und heute werden ja selbst die Zeitungen, sag ich mal, wenn man so heute liest und man liest es im Internet, die werden ja genauso, sag ich mal, verurteilt. Ah, wie können die dies, wie können die jenes schreiben? Ne? Der Reinsch heißt, ne? Reinsch kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Reinsch, Reinsch. Nö. So, Half-Life 2. Gordon Freeman war König der E3. Die Demonstration von Half-Life 2 stellte alle anderen Messeneuheiten weit in den Schatten. Hier die neuesten Erkenntnisse. Ich möchte euch jetzt nicht alles hier vorlesen, was darum ging. Ich möchte euch ja so ein bisschen von allem zeigen. Reinsch, ich kenne kein Reinsch. Wird ja auch so geschrieben.
Hier der alte Doktor, den ich gerade in Half-Life 1 spiele. Ihr seht, ja, der ist quasi schön faltig alt. Der daneben wirkt recht jung. Aber hier ist schon die Vorher-Nachher-Show. Schönheitschirurgie in der Praxis. Links Dr. Steiner, Ende 1998. Rechts der Sorgen. Faltenfreie Dr. Steiner Anfang 2003. Da sieht man, was für eine Revolution dahinter steckt. Was sich da alles gemacht hat. Natürlich auch grafikmäßig. Das werde ich natürlich nach Teil 1 weiter angehen. Also, das heißt, ich werde die Half-Life-Schiene auch weiterführen. Da dürft ihr aber auch gerne im Moment bei den Gaming Bros vorbeischauen. Die sind bei mir mit unterm Abo zu finden. Die sind nämlich gerade schon an Half-Life 2 dran. Die haben da schon die ersten Streams. Schaut mal vorbei, wenn euch das interessiert. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ist ein Livestream oder mehrere Livestreams, was sie gemacht haben. Wild Baby Lilith. Hallo, grüße dich. Enter the Matrix. Ja, der große Hype von Matrix. Damals unüberschritten. Jeder kam nicht drum rum. Jeder musste irgendwo in die Matrix eintreten. Diese grünen Buchstaben und Zahlen lesen. Es kam keiner dran vorbei. Jeder wollte unter Trucks, auf Trucks rumhüpfen und kämpfen. Nein, Quatsch. Aber die Saison ist leider vorbei. Klar, es gibt den letzten Matrix mit Keanu Reeves, mit Blankenhardt und alles, was da drum gehört. Richtig, es war kein Riesenhit, aber es hat Spaß gemacht. Und es hat ja einerseits für die, zum Beispiel, die damals Matrix gespielt haben, auf den, wann war, zweiten oder dritten Teil auch einen Vorgeschmack gegeben mit der Niobe und dem anderen. Weil dann konnte man im Spiel schon ein bisschen das spielen, was im Film gezeigt wurde. Deswegen war das zu der Zeit, wenn man das wirklich vor dem Spiel, vor dem Film gespielt hat, sehr interessant. Aber ansonsten nicht. Mir selber geht's gut. So, there's only one way to enter the Matrix. Und wie gesagt, heute der dritte, sag ja, Keanu Reeves, ein ganz anderer Mensch, passt irgendwo, aber trotzdem finde ich kein richtiger Matrix mehr. Halo. Auch Halo, jahrelanges Spielzeug meiner alten Xbox, meine Xbox 360, meine Xbox One und so weiter und so weiter. Danke. Und ja, auch da sieht man einerseits, ich habe jetzt hier leider keine aktuellen Bilder von dem heutigen modernen, aber wie, was da hinten piept, da los, piept schon. Komm, ist die Spülmaschine. Juhu, ich kann sie ausräumen. Da sieht man einerseits wirklich, ich meine hier Halo von der vom spielerischen, oh, mit Coop-Modus auf Xbox, voll genial. Macht heute noch tierisch Spaß. Auch die Schwierigkeitsgrade voll in Ordnung. Die Haftgranaten, alles was es gab, die ganzen Waffen, das war modern, das war neu, das war cool mit dem Buggy, den konnte man sogar oder kann man heute noch als Modell kaufen. Also da blüht Microsoft richtig mit auf. Die haben sich richtig gut gestellt. Und da macht es selbst heute noch Spaß, wenn man da ursprünglich mal anfängt. Ne? Am besten auf der Xbox-Version. Ich weiß nicht, wie die PC-Version heute ist. Aber die war da an sich, damals an sich immer der Xbox-Konsole unterlegen, weil die einfach von der Kompatibilität oder von der Ausgereiftheit voll zur Xbox passte. So, hier einer dieser klobigen, kantigen PCs. Da ist das Far Cry. Hier sieht man es. Damals auch noch sehr, sehr, nicht selten, aber ich würde mal sagen, sehr ungewohnt in einem Paradies mit Kriegsgewehr, Kriegsmaschinerie, ja, Kriegsmaschinerie, einfach mit Gewehren und so da rumzulaufen. Far Cry ist immer noch geil. Sag ja, man wuchs damit auf, ne? Das ist so. Tropico, kann ich euch nichts von berichten. Der witzigste Aufbauspiel Anno 2003. Ich habe es nicht gespielt. Mein Aufbauspiel selbst bis heute war an sich immer SimCity. Ich habe mich mal an dem Anno, boah, fragt mich nicht welche Zahl, rangewagt, aber kläglich gescheitert. So, Abenteuer. Oh yeah. Willst du Abenteuer haben? Vampire 2, Bloodlines.
World of Warcraft. Ah, mein Lieblingsfreund. Sam und Max. Hund und Hase. Ne? Die ungeschlagenen uralten Komödianten. Ne? Der Hase immer noch gesprochen von der Synchronisationsstimme von Bart Simpson. Und glaubt es oder glaubt es nicht, es ist eine Frau, die den Bart Simpson spricht. Ja, können wir ja mal nachgucken. Baphomets Fluch 3, auch eine große Serie von Adventuren oder für Adventure-Liebhaber. Lineage kenne ich nicht. Star Wars Galaxies habe ich nie gespielt. EverQuest 2 sagt mir was, weiß ich aber nicht mehr. Matrix Online, da kann ich euch nichts zu berichten. Ich habe es nur immer auf der Konsole gespielt. Full Throttle 2, Hell on Wheels. Ich kenne nur den ersten, den habe ich mir vor ein paar Jahren mal noch runtergeladen. Middle-Earth Online. Da merkt man, dass die Online-Branche langsam immer mehr wurde und vor allem noch kein Online-Zwang da war. Vampire, Miss The Massacre Bloodlines. Ja. Die Guten, ihr kennt sie. Ups, Entschuldigung, falsch gehalten. Ihr kennt sie alle. Die typischen ISDN-Karten, Netzwerkkarten. In Hülle und Fülle, in den damaligen Computern verborgen und heute immer noch ein großer, ja, wie soll man sagen, Sammelkorb voll von Netzwerkkarten. Knights of the Old Republic. Auch heute ein sehr großes Infamous in den geilen Zeiten. Ja, das glaube ich. Ich habe damals, ich war jahrelang der Abonnent von der GameStar Zeitung. Boah, ich hatte bestimmt über 70 Zeitungen, original, alle eins zu eins immer geschickt, gesammelt, jahrelang. Und irgendwann habe ich die vor 10 Jahren oder wann das war, habe ich die alle weggeworfen. Aber die CDs habe ich alle noch. Das heißt, auch da schlummern noch, dann ist an sich ein Koffer, der ist ungefähr so halb groß wie die Zeitschrift, den kann man aufmachen. Da gehen 100 CDs rein, in ganz dünne Hüllen, kann man beschriften. Kam nie raus, wurde gecancelt, war gerade so ein. Ah, okay. Sonst hätte ich nämlich letzte Tage mal geguckt. Hier ist es gerade zufällig, dass ich mir das runterlade. Also gibt es das gar nicht, ja? Gut zu wissen. Danke an Linux-Freunde. Nee, an RetroScore, Entschuldigung. Gut zu wissen. Und auf jeden Fall, da sind die drin, 100 Stück. Ich glaube, ja genau, 100 CDs, ja klar, 100 Hefte. Und noch ein paar einzelne, also knapp 130 CDs oder so. Wichtig an den Spielezeitschriften zum Beispiel auch, es waren immer, sage ich mal, natürlich vom Zeitfaktor abhängig, hier 2003, ihr braucht Grafikkartentreiber, in der Zeitschrift könnten sie dabei sein. Das war, sage ich mal, immer der Vorteil an den alten CDs und den Zeitschriften. Jetzt fragt ihr mich schon wieder, nein. So, Entrix, Entrix, Reloaded war da, die Filmmusik, die habe ich mir sogar auch gekauft. Die Matrix-CD, ja klar. Wo sie rauskam, DVD, was war das? Die Animatrix, die kurzen Anime-Filme. Sehr gut gemacht, könnt ihr euch auch mal angucken für alle die, die nicht kennen. So, Sport, NHL 2004, Midnight Club 2, FIFA Football 2004, NBA Live 2004. Typisch EA-Hauptpunkt. Need for Speed Underground. Einer der noch guten Need for Speeds. Ganz ehrlich. Underground war so der erste, wer es noch kennt. Ich meine, das war der erste, wo man richtig aufmotzen konnte. Man konnte die Beleuchtung von innen wählen. Man konnte eine Anlage einbauen. Man konnte die Karren richtig aufmotzen. So in etwa wie The Fast and the Furious Teil 1. Der war wunderbar. Teil 2 auch. Dann kam Tokyo Drift und von der ganzen Modding-Szene blieb immer weniger über. Celebrity Deathmatch, ja, auch das, wie soll man sagen, das Geschäft hier mit dem Wrestling boomt noch heute. Ich habe es nebenbei noch laufen, allerdings nur ohne Ton. Daher bin ich da zumindest noch so ein bisschen im Bilde, auch wenn natürlich die ganzen alten Hulk Hogan, Undertaker und so eigentlich nur noch im Ruhestand sind und man da aber auch größtenteils so ein bisschen die Historie zum Beispiel sehen kann,
Letztens war es von Shawn Michaels zum Beispiel. Nun gut, zurück zur PC-Ecke. IndyCar Series, Flugsimulator 2004. Ja, auch heute natürlich von Microsoft sehr viele Simulatoren, die aber auch wirklich immer Hardwarefresser sind, wenn man sie aber hat, wirklich genial gemacht sind. Train Simulator für alle, die auf Züge stehen. Pool Beach Soccer. Sache, das ist nicht um meine Sparte. Need for Speed habe ich gespielt. Und nicht nur den ersten. So, hier alles rund um FIFA. Da seht ihr an sich für 2004 sogar schon recht gut animiert. Aber ich meine, wenn man das sehe ich immer bei meinem Freund, wenn ich bei dem dann da so FIFA 24 spiele oder ja, 24 oder 25 ist 25 schon raus. Ich blicke da nie durch mit den hin und her. Auf jeden Fall, da denke ich, gut, da brauchst du doch gar keinen Fußball mehr gucken, weil du spielst es ja quasi live selber. Dann hier mal ein Mainboard. Das Intel 865P Chip. Ich war immer der PC Games Hardware Fan. GameStar hatte mir zu wenig Technikartikel. Na gut, dementsprechend musste man sich ja irgendwo abheben, ne? Daher war ja auch PC Games, also alles rund um Spiele. Und wenn du dann natürlich Games Hardware, Moment, GameStar, also Spiele Stern, ne, und PC Games hat ja an sich PC und Spiele. Naja, egal, Fachsimpelei. Ne? Den letzten Fußballmanager, den ich gezockt habe, war Fußballmanager 2013, 2014. Naja, ich meine, was gibt es da große Neuerungen? Da bin ich nicht im Bilde, aber ich denke mal, da wird man ja heute richtig zum Manager und was die da alles reinstecken, ist natürlich auch wieder Wahnsinn. GTA, ihr kennt das Bild von meinem Titel. Ja, ich habe es quasi eingefügt. GTA, Vice City. GTA, GTA, GTA geht heute immer noch, wie man sieht. GTA 5, ein langes Prozedere von wird es laufen, wird es nicht laufen, wie ist die Performance auf dem PC? Und jede Menge Faktoren, die verschiedene Spieler dazu brachten, das Ganze dann doch vielleicht nochmal runterzuschmeißen oder wieder neu zu installieren. Hey, auch klasse. Power für dein Handy. Wer kennt das noch hier, diese ganzen Bildschirme und alles? Oh mein Gott. Zum Runterladen auf dein Handy. Gib die Nummer ein und du kriegst diesen Klingelton. Das waren noch Zeiten, kennen die meisten gar nicht mehr. Teste die Games der Zukunft. 4 Tage Action. Auf der Games Convention, genau. Testcenter, Grand Theft Auto. Im Wettbewerb, Moment. Womit haben Sie sich denn da gemessen? Pro Konto. Ist das hier alles nur für, ich muss gerade gucken. Grafikteilspiel, bla blub. Pro Kontra, Steuerung, bla blub. Motivskurve. Motivationskurve. Neutral, begeistert, direkt voll oben, 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 oben. Spielzeit 24 Stunden. Eine riesige, lebendige Stadt. Zum Erkunden so viele Möglichkeiten. Genial. Ein Grund, warum GTA heute auch boomt, 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 selbst im YouTube-Bereich. Habe ich irgendwo rumfliegen? Ja, rausholen, nochmal spielen. Neue Umgebungen werden zugänglich. Es gibt noch mehr zu entdecken. Vice City macht bis zum Ende Spaß und danach winken etliche Bonusmissionen. Und die durften auch nicht fehlen. Da habt das. Ne? Ach so, im Wettbewerb mit Mafia, GTA, GTA Vice City. Ihr seht immer gut mit dabei. Vielfalt, bam, schlägt. Sound 91. Bam, Musik 93, bam, Atmosphäre 93, boff, Spieldesign, boff. Ja, das können sie. GTA, Grand Theft Auto. Und welche machen besonders Spaß? Auch die uralten, wo man einfach nur von oben drauf guckt und so wie ich hier so quasi Auto fährt. Wer es denn noch kennt? Strategie, Tropico, die Pirateninsel.
Oder hier, fight back, kämpfte zurück. Da gibt es für Android ein Plättchen mit einer Kontrollfunktion, das ist ganz gut. Warum auch nicht? Das ist ja das, wo die heute auch immer noch mit Geld machen. Rise of Nations. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte voller Missverständnisse. In Rise of Nations schaffen sie klare Verhältnisse. Schön ist, wenn man da immer so reinspringen kann mit dem Handy. Das, wenn man das dann gut macht. Finde ich gut, dass du dich noch für die alten PC-Games-Hardware noch interessierst. Warum auch nicht? Ich habe ganz ehrlich, kennt ihr das nicht manchmal selber? Ich meine, klar, von der heutigen Zeit, man liest dann mal, oh, Retro. Dann guckt man die Retro ein. Wie gesagt, ist enttäuscht von dem bisschen. Und hier, das ist ja zeitaktuell zu dem damaligen Zeitpunkt. Ne? Das ist 2003, man war hier vor Ort. Das ist so, als wenn ich mir heute eine Zeitschrift kaufe, legt auf den Tisch. Ist sie interessant, man guckt sie durch, wie ein guter Artikel im Internet. Alles gut. Lasst 5 Jahre vergehen, greift das nochmal auf, weil das gespielt hat. Und dann wird es richtig interessant, weil man sich dann wieder versucht, daran zu erinnern, da war doch was, ja, das war so. Und die schönen Momente, zum Beispiel auch bei Tomb Raider, es gibt ja so viele Tomb Raider. Oder The Last of Us 1 und ja, 2 noch nicht mal, so aber 1. Das ist so ein umfassendes Spiel. Wenn man dann so Schnipsel sieht, dann denkt man, oh ja, da und dies und ah, oh, das war doch so. Und dann möchte man eigentlich direkt wieder zurück in dieses Spiel und es einfach nochmal spielen. Also so ist das größtenteils bei mir. Nur meistens macht man es dann nicht. Oder bei alten Spielen, klar, die Hardware, sie geht mit der Zeit, sie geht kaputt, ihr habt sie nicht mehr, ihr guckt ein Spiel. Klar, bei YouTube habe ich ja auch Half-Life 1. Ihr könnt es gucken, aber ihr könnt es nicht spielen. Und dieses Erlebnis fehlt. Ich träume noch oft von den schönen alten PC-Zeiten vor über 20 Jahren. Genau, wo alles anfing. Ne? Und man vor allem ja auch nicht alles sehen konnte. Man hatte eine Zeitschrift, man konnte sehen, oh, da will ich mal spielen. Ne? Ohne irgendwem anders beim Spielen zuzugucken, weil YouTube ist ja an sich oder auch die anderen Instagram, die zeigen, die vermitteln etwas, aber es ist schön, man kann zugucken, aber dieses Emotionelle dahinter, das fehlt einem einfach, weil man ja selber zwar nicht dieses Gefühl hat oder miterlebt. IFA 2003, die Lust am Neuen, internationale Funkausstellung. Ja. Alles Messen, die auch heute immer kleiner werden, weil das Internet einerseits alles bietet und weil die Leute eigentlich gar kein Geld mehr dafür zahlen wollen, weil sie es im Internet gucken können. Aber jeder, der noch nicht auf einer Messe war, dem würde ich empfehlen. Ich war schon mal auf einer CeBIT, ich war schon mal auf einer Gamescom. Macht es einfach mal mit. Denn dieses Gefühl, da live zu sein, das mitzuerleben, ist ein ganz anderes, das ist wie Klamotten kaufen im Internet oder im Geschäft. Im Geschäft lernt man Leute kennen, da bleibt irgendwas stecken. Im Internet wie hier, ich kaufe den Rechner, fertig. Bumm. Auf dem noch, wenn es läuft, hast du so ein zu viel zu verkaufen. Ich werde ganz ehrlich in Zukunft noch einen verkaufen. Das ist noch so alles in Mache, da habe ich noch nichts von berichtet, aber ich halte euch da am Laufenden. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich habe schon so die ersten Sachen dafür da, bin da so dran, habe immer noch keine Lust im Moment weiter in diese Videos einzugehen. Also Linux-Freund, ich kann dich auf jeden Fall im Laufenden halten oder wir gucken. Ich habe dich eigentlich abonniert. Muss ich gleich mal gucken, wenn nicht, kriegst du ein Abo. Aber ich meine, ich habe dich drin. Und ansonsten schließen wir uns einfach mal kurz. Was möchtest du so an einem PC, auf dem noch Windows 98 läuft? Weil, wenn du danach gehst, ja. Und nicht nur ein. Kannst mir ja mal eine E-Mail schicken. Genau, dann sage ich einfach Bescheid. Dann. Das kriegen wir hin. Weil dafür habe ich genug. So, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ja, 1990. Indiana Jones und The Fate of Atlantis. Indiana Jones Desktop Adventure. Indiana Jones und der Turm von Babel. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Alles Klassiker, die mich auch sehr, sehr geprägt haben.
Würden Sie Indiana Jones die Legende der Kasekopf weiterempfehlen? 83% ja, 17% nein. Würdet ihr mich hier weiterempfehlen? Eure Prozentzahlen dürft ihr mir gerne schreiben. Da ist es. Niobe. Das ist die Nebendarstellerin quasi so ein bisschen. Tipps und Tricks, Patches und Video. Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Sie durchdringt uns. Sie ist im Kino, im Fernsehen und auf DVD und jetzt auf unseren Computern als mittelprächtiges Action-Adventure. Genau. Da könnte ich jetzt näher drauf eingehen. Und ich könnte auch alle, das werde ich euch aber nicht zeigen, das habe ich nämlich auch noch nicht gekannt. Hack die Matrix, genau, das konnte man im Spiel, da konnte man damals so eine Konsole aufrufen, so ähnlich wie MS-DOS. Und hier noch zum Spieldesign, was damals natürlich alles so quasi Pro und Contra war. Mal eben gucken. Will Rock. Hä? War das woanders? Hä? Ich suche gerade etwas anderes. Wo stand das denn? Wo stand das denn? War ein anderer Titel. War auf jeden Fall hier in der Zeitung, weil es gibt hier irgendwo, war so ein bisschen, ich glaube, Komplettlösung. Kann sein, dass das noch kommt. Da steht genau, was man eingeben muss in dieser Zeile in der Hackerzentrale, um gewisse Sachen freizuschalten. Habe ich damals noch nie gemacht, obwohl ich mich mit DOS auskannte, aber ich bin nie weiter. Ups, aber ich bin nie weitergekommen. We will rock. Will rock. Extinction. Mein Gott. Pur Pinball. Da kommen wir gleich noch zu. Also ich habe den Rechner da noch stehen. Ich wollte gleich noch eine Runde Pinball spielen, die auch nicht mal zu lange dauert. Robocop. Auch er hatte sein eigenes Spiel. Halb Mensch, halb Maschine, ganz Ego-Shooter. Als Robo-Polizist bekämpfen sie das Verbrechen mit Waffengewalt. Den habe ich nicht gespielt. Gab es den auf der Xbox? Robocop Entwickler. Virgin, der Sprache Deutsch. Sequel, mehr Spieler. 1 PT, PC. Nee, gab es nur auf dem PC. Habe ich aber nie gespielt. Es war die Zeit, wo man durch den technischen Fortschritt jede Menge Spielideen umsetzen konnte. Heute hat man das Gefühl, da sitzen nur noch Handy-Gamer-Entwickler, denen nichts einfällt. Ganz ehrlich, stehe ich voll hinter dir. Denn schließlich boomt ja auch das Geschäft hier der Handys, weil die müssen nur noch wischen, tippen. Ganz ehrlich, finde ich zum Beispiel wieder im Strategiebereich. Warum kommen heute Strategiespiele raus auf dem Handy, die rundenbasiert sind, oder die könnt ihr 10 Tage spielen, dann müsst ihr warten, damit ihr, was weiß ich, wieder Geld habt oder sonst was. Ich find's Müll und Geldmacherei. Mahun X, Legende of Zord, Waldmeister Sause XL, XXL, Day of Defeat, Starsky & Hutch. Als Spiel habe ich selber nie gespielt. Spielt. Lexikon. Abenteuer. Mount Tribunal. Das Geheimnis der Mumie. Sie sind Sherlock Holmes, der Detective, dem die Frauen vertrauen. Salambo. Denke ich an Columbo. Mach mal hier ein Web oder was? Kenne ich beide nicht. Colin McVally 3. Habe ich auch nie gespielt. Auch immer ein Vorzeigetitel auf der PlayStation vor allem. Auch wenn es auf der Xbox vorhanden war. Und dem PC. Tiger Woods PGA Tour 2003. Colin McVally World 3. Natürlich in Sachen Spiel. Mechanik, also Umgang. Need for Speed war ja immer der ja, nicht so reale. Wie sagte man? Ich glaube, das war der Simula Arcade. Oh mein Gott, ich komme da immer durcheinander. Auf jeden Fall war der immer von der Steuerung, fand ich schwieriger als Need for Speed, aber ich habe wirklich auch die Rallye-Dinger nie gespielt. Genauso wenig zum Beispiel wie F1 Challenge 99 bis 02. Das hatte meine.
Nicht die Bullet Time von Max Payne. Richtig. Wobei Max Payne damals eigentlich der Vorreiter war und es allerdings keiner genutzt hatte, zumindest nicht im Filmwesen. Hier, seht das nochmal. Die Welt des Films hat viele Seiten. Widescreen, 100 Geheimnisse zu Matrix 2. Könnte ich euch jetzt wahrscheinlich erzählen, wenn ich diese CD hätte. Da unten ist, na, Mann, da unten ist, ihr kennt sie, Tomb Raider 2. Ja, auch das sehr gut umgesetzt. Jetzt kabellos ins DSL einsteigen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Top 100. Da könnte ich jetzt natürlich wieder so einiges zeigen. So die Top 100. Was es da alles gab. Rundenstrategie, Wirtschaftssimulation. Ich meine, die Welt war damals schon voll. Das kann von kommen. Vielleicht machen das ja wieder irgendwann mal Fans. Ich weiß ja nicht, wie weit zum Beispiel hier gerade der of the Tentacle-Freunde da sind. Da gibt es auch einen zweiten. Return of the Tentacle habe ich oben bei mir auf dem Rechner. Wollte ich irgendwann mal noch die Tage wieder mit einsteigen. Habe ich selber noch nicht gespielt. Meine Mutter hat das damals auf ihrem Rechner installiert bekommen von mir, aber ich habe an sich zeitmäßig sehr wenig, da natürlich auch die Kinder versorgt werden müssen und man nicht für alles zeitgleich Zeit haben kann. Deswegen streame ich gerade auch hier um kurz vor 12 und hau mich gleich noch ins Bett. Ihr seht, Potenzial war genug da. Please Games Volume 5. Da ist es wieder. Tipps und Tricks. PC Games hilft. Jetzt kündige ich euch zu Gothic, zu Fallout. Hier gibt es jede Menge Tricks. Black Hawk Down. Aber ich möchte keine Tipps veröffentlichen. GTA Vice City. Tuning-Tipps. Vielleicht mal hier was. Hässlich, wenn Sie den Frame-Limiter deaktivieren und mit mehr als 30 FPS durch Vice City flitzen, müssen Sie sich auf extrem hässliche Level-Texturen gefasst machen. Ich muss da mal ransuchen. Kann man ja so gar nicht erkennen. Vor allem nicht mit der Blendung. So, das ist hässlich. Das ist ein bisschen schöner. Na gut, an den Geschäften hinten kann man es erkennen. Ne? So, Tuning-Tipps. In Vice City, 1000 Bitframe in allen Details zu spielen, benötigen Sie 1000 Mega, 250. Okay. Gecheckt. Na? Zoom raus. Jetzt will ich wieder meine Kamera nicht rauszoomen. Danke. Da ist nochmal Enter the Matrix. Ne? Hardware Hilfe. Einbauprobleme mit FX 5800 Ultra. Ich habe mir gerade erst eine GeForce FX 5800 gekauft und muss meinen Ärger Luft machen. Moment, ich zoome mal rein. Das ist interessant. Einfach mal zu lesen, was damals Leute übermittelt haben, weil schließlich auch nicht alle die Möglichkeit vom Internet haben. So. Also, ich habe mir gerade erst eine GeForce FX 5800 Ultra gekauft und muss meinem Ärger Luft machen. Mit meinem Mainboard lässt sich die Karte nämlich nicht verwenden. Ich habe versucht, die Karte in den GPU-Slot zu stecken. Sie stößt aber mit dem Mainboard zusammen, sodass sie nicht komplett in den Steckplatz passt. Was kann ich nun machen? Ist der Hersteller der Grafikkarte oder der vom Mainboard daran schuld? Bei einigen Mainboards verhindert ein Kondensator in der sogenannten Keep-Out-Aware nahe des AGB-Slots den Einbau einer FX 5800 Ultra und einiger GeForce 4 Ti 4400 Grafikkarten. LeadTech hat angegeben, das Problem unkompliziert zu lösen. Wenden Sie sich dazu per E-Mail an bla bla bla, Hotline bla bla bla. Von bla 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 gibt es dafür ein Rede sein, dass die Einbauprobleme nicht mal aufweist. Also das heißt hier, das kleine Stück sorgt dafür,
dass die Grafikkarte nicht reinpasst. Gemein, oder? Neues Design, altes Design. Da sieht man gar nicht so viel Unterschied. So. Ja, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall schade. Klar. Aber so wurden auch damals, sage ich mal, schon Probleme gelöst und man hat natürlich die Kunden daran gehalten oder gebunden, sich, sage ich mal, auch gewisse Sachen zu kaufen. Hier, BIOS-Baustein. In diesen Speicherbausteinen ist das Ein- und Ausgabesystem gespeichert. Sie sollten sich auf der Herstellerseite regelmäßig erkunden, ob es BIOS-Version gibt. Da steht es noch. Phoenix BIOS. Und wieder Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto mit Karte. Also für alle, die mal gerade eine Information zu Grand Theft Auto wollen, hier ist die Karte. Macht euch einen Screenshot und den Rest könnt ihr selber machen. So. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Grand Theft. Nee, stopp. Oh, die Sims. Endlich mal. Enter the Matrix. Ah, genau hier, da. Die Grundlagen, genau. Und dann gibt es hier nämlich. Ich mach's so. Ich will euch nicht zu viel verraten. Let's Hack, der Hacker-Modus. Hier steht im Endeffekt drin, was man machen muss, um das Ganze zu verwenden. Ich möchte euch das halt nicht verraten. Hat wahrscheinlich auch schon irgendwer anders gemacht, daher bitte. Moin, du Fortnite-Baller. Mach ich nicht. Fortnite ist nicht mein Ding. Nur zur Info. Also bin kein Fortniter. Bin eher der stupide, doofe Doom-Ballerer oder Duke Nukem. Pinball. Pure Pinball. Ja, auch das war damals möglich. Es gab mal eine Zeit, wo Pinball-Spiele, also Flipper-Spiele, auch an, ja, Design und alles gewann, aber die meisten hatten das Problem, deswegen werde ich euch gleich da nochmal ein paar, zumindest mal ein Spiel noch zeigen, gucken, wie ich abschneide, weil die dann immer mitgingen mit dem Bildschirm und die Kugel verfolgten. Das war so nervig, das war der einzige Grund, warum ich die Dinger meistens gehasst habe. Und an sich immer noch den von Windows XP liebe. Ganz ehrlich, das ist der einzige Grund, theoretisch, wenn in Windows XP auch nicht mehr irgendwo was kann. Aber den Flipper hätten sie auf jeden Fall mal mitnehmen sollen. Nicht zum Download oder sonst, einfach mit ins Spiel. Mainboard gekauft, Speicher umsonst. Ihr seht, auch sowas gab's. In der Kooperation mit dem Speicherhersteller Memory Solution führt MSI, Telefonnummer Hauptgrün, eine interessante Sommeraktion durch. Wer seit dem 1.5.2003 ein 845E Max 2 Mainboard gekauft hat, schickt die Rechnung an MSI und bekommt ein DDR266 Speicherriegel mit 256 MB Kapazität Glock 2 geschenkt. Teilnehmer können bla bla per E-Mail bla bla oder Post bla bla. Das bla bla kostet im Versandhandel zwischen 90 und 100 Euro. Tolle Sache, aber das muss man ja auch erstmal wissen. Und wie lange haben sie es da gemacht? Oh. Ah ne, das ist nur der 3D Blaster. Ne? FX-Debüt einer GeForce FX 5800 Ultra gibt es in Creatives neuen Grafikkartenfamilien nicht. Kompatibilität wird kein Problem darstellen. Nvidia trumpft auf. Okay. Könnte ich jetzt auch noch euch vorlesen? Hier so ein bisschen die Geschichte von Nvidia. Vielleicht verwarnen wir uns das einfach mal für den nächsten auf, wie es hier mit den ganzen Speichern voran ging, die Grafikpower. Die alten, die noch nur einen Mulex brauchten und keinen 6- oder 8er Anschluss. Jede Menge Informationen dazu. Monitore, Laufwerken, Festplatten, Gehäuse, Case, Modding und Soundanlagen. Und da sind wir quasi schon fast auf den letzten Seiten.
kommen noch so ein paar Verkaufsseiten und immer weiter kommen wir quasi zum German, it's German. Not so good speak German. Und zum guter Letzt noch die Games Convention. Games Convention 2003. Werbung. Natürlich von Geiz ist geil. Und nun zur Werbung. Nein. Und nun würde ich sagen, beenden wir das hier soweit. Ne? Da noch die Vorschau auf die nächste. Wie gesagt, ich habe sie eigentlich nicht mehr alle. Jetzt. It's German. German Language. Und hier ist dann im Endeffekt das, was auf der nächsten Cam. Hier seht ihr sogar noch sehr schön abgebildet. Noch eine alte CD, Diskette. The Seven Guests, 2 Commander, 7,95. Das ist ein altes Bild. Test des Monats und so weiter. Und ganz im Bilde noch Star Trek Elite Force 2. Und natürlich Grand Theft Vice City. Ich lege euch jetzt mal hier hin. So. Sounds like Norwegian. Oh. No. I speak not Norwegian. So. Disketten sind auch extrem teuer geworden. Ja. Klar. Viele brauchen sie ja irgendwo. Und. Oder die, die sie noch brauchen und neu haben möchten, müssen dafür. Wie heißt es? Zahlen. Es ist zu spät, genau, zu spät. Ich würde sagen, es ist echt zu spät. Das heißt, ich mache ihn schon mal an. Einer der reparierten Ganzen. Knirsch, knirsch. Und jetzt spiele ich noch eine Runde Flipper. Und danach mache ich aus. Das typische Windows XP Flipper. Old Game Magazine White. Wer verkauft ja was? Ich verkaufe nichts. Es ist so spät. So. Und ich würde sagen, ich weiß nicht, ich spreche Deutsch. Trotzdem, gut gemacht. Danke, dass ich norwegisch klinge. Habe ich nicht gewollt. So, jetzt ist nämlich nur noch einmal abschalten gemacht. Ihr dürft mal zugucken. Ihr könnt ja immer auch schreiben, ob ihr mal in eurem Leben den zum Beispiel schon mal komplett geschafft habt. Also mein weitestes weiß ich noch, boah, was war denn damals? Ich glaube 17 Millionen oder 37. Ach, keine Ahnung, ich habe das Ergebnis nicht mehr. Auf jeden Fall. Ob ihr das schon mal hier komplett irgendwie geschafft habt. Also mein höchstes war, glaube ich, 3 Punkte. Bis zum roten bin ich noch nie gekommen. Also ich hatte noch nie alles voll. Die äußeren sind einfach. Das sind 4 Methoden. Deutsch, das ist so eine dunkle Wurst mit Nüssen drin. Und ich würde sagen, wir zocken. Doof ist, ich zocke lieber so, aber dann sieht er wieder nicht aus. Das wäre wieder doof hier. So kommt das ja fast dem Tisch nahe. So. Seht ihr genug? Oh, 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 oh. Seht ihr genug? Ja, die Maus ist drin. So, das ist nur der Spieltisch. Dann seht ihr aber nämlich die Ansage. Ich lasse es so. Ich würde sagen, ich fange einfach an. Und Maus aus dem Weg. Und ihr habt so eine schwarze Nusswurst. Ja. 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 Vielleicht mit ein bisschen Kümmel. So. So, ich fange an. Ich konzentriere mich auf das Spiel. Und wie gesagt, 3 Bälle haben wir. Und der Rest liegt am Spiel.
quasi einmal abschalten zum Abend. Ja, falschen Knopf gedrückt. Ja, super. Ich habe die blöde Taste damit draufgelegt. Das ist super. Muss ich beim nächsten Mal ändern. Schön an dem Flipper, man kann es noch ändern. Toll. Das fängt super an. Kann die Wurst auf Windows? Die kann Fenster. In den blauen Falken. Na komm. Spielsprinzip kenne ich von dem Flipper. Hab ihn wirklich. Ja, meistens spiele ich den, wenn ich ihn hier noch auf einem alten System habe, hin und wieder einfach so zur Sollerei. Weil der wirklich einfach ist. Man sieht die ganze. Ja, veräppel mich doch nicht. Man sieht die ganze Spieloberfläche, hat keinen wilden, nein, keine wilden Fahrten mit dem Ball und kann in Ruhe spielen. Verdammt, drei kriegt man am meisten. Grottenschlecht gerade. Ich muss die Spieleinstellung ändern. Kurz nach 12. Mission ausgewählt. Nein, nein, nein. Juhu, Bestenliste. Ich habe die Liste vorher gelöscht. Aber war noch gar keiner da. So, jetzt Sekunde. Das geht mir so ziemlich auf den Senkel. Verdammt, falschen Knopf gedrückt. Ja, danke. Das ist nämlich das Schöne an dem hier. Man kann. Das konnte man nämlich noch. Wo war das? Bedienung. Man konnte hier noch auswählen, wo man spielt. Ich mache die Buchstabenvariante. Ich nehme typische A. Für links und für rechts nehme ich. Wo komme ich da gut dran? L. Weil Ö und sowas kennt ihr nicht. Dann kann man besser spielen. So, starten wir noch eine Runde von neu. Und dann machen wir wirklich Schluss. Einmal ausschütteln, Hände lockern. Wie an einem richtigen Flipautomat. Kann auch sagen, der Tastatur und Killer. Dann könnte man mit den Flippern auch immer diese ganzen Punkte, ich will den gerade mal irgendwo festhalten kann. Ja, jetzt. Okay, kann ich euch zeigen. Und zwar, da gibt es diese Punkte hier da. Und hier oben, die kann man damit immer wechseln. Müsst ihr mal drauf achten. Ich lese gerade nicht. Mal ab und hinzu gesagt, da gab es mal einen Cheat, dass man gar nicht Kugeln hatte. Ja, da macht es ja keinen Spaß mehr. Aber dann kann man zumindest rausfinden, wie weit man kommt. Aber unendlich Kugeln, da gab es einen Cheat für. Cool. Habe ich die Maus angehört. Ja gut, ich meine, ich mache jetzt auch gerade beides. Ich spiele Flipper und versuche irgendwie auf mein Handy zu starren, wer da gerade mal schreibt.
So, und rein da oben. Mann. Ich will da in die Schräge hier. Komm, 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 komm. Ja. Ja, sauber. Hab nichts gesagt. Erstmal ein Gespür für kriegen, wenn ich mal die erste Mission hier erledigen kriegen. Ja. Boah, ich liebe die Geräusche. Und ich liebe Flipper, ganz ehrlich. Aber ein richtiger Flipper ist verdammt teuer. Du kleine Mann, ich möchte euch da einmal zumindest so einen Ring zeigen. Drücke ich dann da die ganze Zeit. Okay, eine Runde noch. Ja, das ist dieses Zockerphänomen. Ja, eine geht noch. Ach komm, eine, ach komm, eine geht noch. Komm, diesmal pushe ich auch bis oben durch. Geht doch. Genau, richtig, vierstelliger Bereich. Und meistens mit einer 5 davor oder einer 3. Glück, da kriegt er irgendwo einen gebrauchten, so mit 800 Euro. Aber da könnt ihr dann wahrscheinlich das ganze Spielfeld ja, neu aufarbeiten, ohne LEDs oder so. Oder der Abzug ist kaputt, die Kugeln, der Münzautomat oder was nicht alles. Aber auch so richtige Sammelmaschinen, die kosten ja auch schon mal den fünfstelligen Bereich. Jetzt drücke ich hier wieder auf Knöpfe, die ich nicht drücken will. Zudem bin ich auch müde. Na, endlich. Laufen lassen, dann springt er oben rein. Meistens. Den hier hätte ich mir auch schon ganz ehrlich. Ich habe mal geguckt, den gibt es leider nicht im Original. Fände ich von Microsoft eigentlich damals eine coole Lösung, wenn die den auch mal gehabt hätten. Und vor allem die Dinger sind ja auch nicht leicht. Machen einigermaßen Krach. Okay, hätte ich hier kein Problem mit. Aber die sollten ja auch irgendwo vernünftig stehen. Ja, so langsam gewöhnt man sich wieder an das System. Okay, ich habe nichts gesagt. Letzte Kugel. Sagt doch, ich habe da noch keine Chance. Jetzt habe ich mit diesen gelben Punkten oben die Flipper anders angefärbt, dann geben die mehr. Letzte Phase müsste, glaube ich, rot gewesen sein. Da oben muss ich jetzt die Dinger kriegen, damit ich die erste genau das bekomme. 250.000. Oh, kann sein, dass der Rechner mal ausgeht. Ich habe den im Moment noch unter den alten Akku laufen, der da drin war. Kurz reingeschaut, der hatte von Stunde Akku noch.
Nein! Ah, okay. Nun gut. Wir beenden das Spiel mit einer 1.612.000. Und ich will hoffen, euch hat das Ganze hier Spaß gemacht. Ich hau mich jetzt in die Koje. Ich würde sagen, ihr macht noch das, was ihr wollt, möchtet, könnt. Ne? Legt euch selber und guckt vielleicht noch ein paar andere Videos. Wie gesagt, ich mache hier Ende. Auf die böse Art direkt schließen. Wie gesagt, ich habe hier Maniac Mansion Deluxe, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Meteor Mass könnte ich euch hier theoretisch zeigen, wenn das eine 64-Bit-Version ist. Wäre, ist es aber nicht. Daher kann ich das nicht spielen. Scum habe ich euch schon mal gezeigt. Da wären einerseits jetzt hier auch noch andere Spiele wieder, wie Maniac Mansion, Monkey Island und so weiter. Drin. Sam und Max. Ich würde sagen, was machen wir denn? Was gucken wir denn? Noch einen typischen Klassiker, Sam und Max, nur zum Anfang? Ja, komm. Ich zeige euch noch Sam und Max, aber nur den Anfang. Weil das ist ein schöner Klassiker, der macht Spaß. Hätte ich sogar auch noch. Obwohl 4 GB. Boah, müsste ich gucken. Und dann kriegt sie wieder mit Windows 98 Probleme. Und jetzt erstmal zuhören. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel. Sam und Max. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Ihr hört. Mir fällt nicht ein, warum wir ihn lassen. Sam, Sam. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter Ach so, da, ja. unterwerfen und bestrafen, Sam? Mich ihn auf, Kleiner. Also suchst du zwei... Ja, jetzt kommt das. Ich will gucken, nachher wird das wieder zensiert. Weil der hat da so. Hat das gesehen? Obwohl, ist ja kein. Ist ja eine Maschine. Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst. Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Ja. Sam und Max. Allein nur für den Humor damals schon bekannt. Und an sich auch das, was nachgekommen ist, ist zwar in Ordnung, der Humor ist drin, aber mir hätte... die alte Grafik, so wie bei Death and Tentacle im Neu, einfach besser gefallen. Nun gut, das heißt, auch ich Nun, das war mal eine fröhlich zurückhaltende Vorspann. Kehre. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Studenten viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Dann mal weg damit. Comic. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Telefon, Telefon. Hallo? Ja? 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 Nein. Wirklich? Keine 10 Sekunden später. Max. Ist einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen idiotischen.
Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Genau, ich könnte es jetzt spielen, tue ich aber nicht. Aber ich gebe euch einen Rat. Wenn ihr den Kontaktmann trefft und die Nachricht quasi von ihm herausholt, macht das bitte nicht nach. Ich habe erst letzte Woche gut, gefällt mir. Sowas muss man auch machen, ganz ehrlich. Ne? Einfach mal den jungen Menschen mit den alten spielen, ich meine hier ja auch, da ist irgendwo noch Charakter drin, da nehmen die zumindest einen noch ernst. Und wenn man heute so die Spiele sieht, die sind auch, die verkaufen einen, finde ich, teilweise für blöd. Und hier damals war es einfach klare Fakten, klare Sprüche und naja, egal. Nun gut, wir beenden das Ganze hier, wie gesagt. Ich versuche hier wieder, da ist meine Taste, das Ganze in Ruhe zu beenden. Fahre den Computer hinunter, wie es man tut mit einem Computer, indem man aufs Ausschalten klickt statt drückt. Denn wer drückt denn heute noch einschalten, wenn er klicken kann? Ne? Nun gut, wie gesagt, danke fürs Zugucken. Ich mache hier Feierabend. Jetzt dürft ihr euch das Knacken angucken, wenn ich hier die Kamera bewege. An sich könnt ihr euch noch die Kuverts-Tastatur. Kuverts. Oder auch Kuvertsuiopy genannt angucken und okay, gute Nacht, okay, genau, euch auch eine schöne gute Nacht, danke für alle diejenigen, die es hier interessiert hat, ihr dürft gerne mich abonnieren, weiterempfehlen, Linux-Freund, bei dir muss ich jetzt gleich erst gucken, ob ich dich überhaupt abonniert habe, ich meine aber schon, wenn nicht, bekommst auch du natürlich ein Abo von mir, also dann bis zum nächsten Mal, ne? Sahnepickel, sei auch wieder dabei, wenn du möchtest, beim nächsten Stream oder Video, was ich mache. Und wir sehen uns, denke ich mal, einfach die Tage, Wochen, Jahre später, irgendwann, irgendwie, einfach wieder. Also, danke an alle, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ich konnte euch mit der alten Zeitschrift hier noch ein bisschen informative Sachen rüberbringen. Und sag einfach, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, ich bin und bleibe immer noch euer Dirk. Na dann, schönen Abend noch. Ich mach aus. Erstmal einen Knopf finden.